Ich will das Ding nicht noch mehr ins Lächerliche ziehen. Deswegen, Bruderherz, wenn dir dieser Stream nicht gefällt, geh lieber raus, weil I am ready to cook so hard. Deswegen an die Leute, die hier nicht mithalten können, einfach lieber verlass den Stream. Fang nicht an, jetzt über Christen zu reden, because I'm going to cook you so hard. Deswegen verlass den Stream. Ich mag keine Menschen, die kein Gehirn besitzen. Verlass den Stream einfach. Wirklich. Dieser Stream ist nur für Menschen, die Liebe empfinden, keinen Hass haben, respektvoll sind, alles andere weg. Das ist mir sowas von egal. Dankeschön, the girl next door. Thank you, thank you. That's simple to understand. Das ist ganz easy. Ne? Es ist einfach so. Gib mir mal einen Moderator. Chill, alles gut. Der braucht einfach nichts mehr schreiben. Der muss einfach den Stream ganz normal verlassen. Dann ist alles gut. Okay, Bruder, dann liest doch den ganzen Satz. Nein, es ist alles okay. Ne? Ich mag nur keine Menschen, die kein Verständnis haben. Ne? Was ich sage, ist ganz normal zu verstehen. Ne? Wir freuen uns nicht, dass hier Menschen sterben, denn es sterben hier unschuldige Menschen. And we don't want people to die. Das ist ganz einfach zu verstehen. Ne? Und wenn ich sage, dass Leute auf der Straße gehen in Berlin und sich ein Baklava in die Hand nehmen und sich dabei freuen, dass Menschen bombardiert werden, woran freut man sich, Mann? Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, mach's gut, geh raus. Go out. You're not even welcome here. Go out here. You're not welcome here. Book your one-way-ticket and leave Germany. That's what you're gonna do. Because we want peace in Germany. We don't want all these kind of troublemakers and stuff. Book your one-way ticket and go back to where you belong to. Go back where you belong to. Back. Boom. Go back. Annoying piece of. Möge Allah dich. Möge der Herr Jesus Christus dich recht leiten. Dankeschön. Have a nice day. Möge Jesus Christus dich recht leiten. Geh du doch zurück. Nein, Leute wie du, ihr müsst zurück. Mit euren ganzen Unruhen, was ihr hier stiftet hier in Deutschland. Book your one-way-ticket and go back. You're annoying as hell. You're annoying as hell. Ihr seid so lächerlich, Mann. Es ist so schlimm. Book your one-way-ticket and go back to Germany. Go back to where you belong to. Wer klopft denn da? Hört ihr mich, Leute? Könnt ihr mich hören? Hört ihr mich, Leute? Ja, amazing. Good. Super. Ja, ich höre dich. Super. Amazing. Okay. Ich bin gleich wieder da, Leute. Klar. So, jetzt bin ich wieder zurück, Leute. Sorry. Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas verpasst? Nein. So, I'm back. Sorry, guys. Sorry, sorry. Jetzt bin ich wieder zurück. So, ihr könnt mich jetzt hören? Ich hoffe ja. Aus welchem Land kommst du? Aus Ghana. Aus Ghana komme ich, Leute. Aus Ghana. Und danke fürs Teamherz klauen und für die Geschenke.
wer auch immer mir Geschenke geschickt hat. Ich glaube, my brother. Free Israel. Yeah, that's my brother. Nico, hey. Alle zusammen liken. Let's go. Wo sind wir eigentlich nochmal stehen geblieben? Mit dem Book Your One Way Ticket, oder? Danke fürs Team Herz klauen. Boom, Flex in the House. So. Überlegt mal, Leute, wir sind hier in Deutschland und nicht mal hier haben wir unsere Ruhe. Ey, das ist brutal, Mann. So krass, er ist aus Saudi und Christ. Ja, Mann. Ja, Mann, Wahrheit über Islam ist ein Saudi und Christ, right? The girl next door, she is a Jew. We love Israel. Don't worry. We love Israel. Don't worry. Wir lieben Israel. Keine Sorge, Leute. Liebe geht raus an Israel. Wir wollen keinen Krieg, wir wollen Frieden und fertig. Gottes Segen, Nico. Gottes Segen, mein Bruderherz. So, wenn Hamas der Islam ist, dann ist KKK Christentum. Amara, was redest denn du da? Was hat KKK mit dem Christentum gemeinsam? Was hat die Ideologie der Bibel generell mit den KKK überhaupt zu tun? Was redest du da überhaupt? What? Ku Klux, ihr wisst schon, KKK, Ku Klux und weiter, ja. Frieden, ja, wir wollen alle den Frieden, das ist wohl ganz klar. Wir wollen alle den Frieden. Handelt im Namen des Christentums. Du kannst doch nicht Ku Klux mit dem Christentum vergleichen. Die handeln im Namen des Christentums. Im Christentum steht nicht, dass du Leute im Scheiterhaufen verbrennen sollst, Mann. Leute, liest mal die Bücher, Mann. What's going on, man? Seriously. Die handeln im Namen des Christentums. Liest mal, was in den Schriften drinne steht, Mann. Du kannst Hamas nicht mit Islam vergleichen. Oh mein Gott, ist das Ihr Ernst jetzt? Oh mein Gott, okay. Ich bin lieber ruhig, because I'm ready to cook so hard. I'm ready to cook so hard. Oh mein Gott. Ich fange lieber an, nicht zu reden. Wenn ich anfange zu reden, dann ist eh Feierabend. Because I'm ready to cook so hard. Oh mein Gott. Die Leute wollen nicht differenzieren. Ja, das wollen sie nicht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wir müssen mal live reden. Gerne. Einfach mal 9, Vers 29 folgen. Das ist sehr friedlich. Sure 9, Vers 29. So, wo ist mein... Sure 9, Vers 29. Wir lesen das jetzt. Oh, jetzt wird's böse. Sure 9, Vers 29. Macht euch bereit. Und ich hoffe, ich lese was Friedliches. Weil wenn ich jetzt was Böses lese, ich sag euch ganz ehrlich, Leute, ich fange an, richtig loszuschießen. Ich sag euch ganz ehrlich, es wird richtig böse. Ich hoffe, ich werde nichts Böses lesen. Das wird böse jetzt. Ich sag's euch jetzt schon. Ist egal. Ich fange an, jetzt schon richtig zu gucken. Ich sag euch, Leute, es wird jetzt richtig böse. So. 9. Vers. Sure 9, Vers, was war das nochmal? Sure 9, Vers 29. Okay. Ach du Scheiße. So, an die Leute, die sagen, das ist ja so friedlich, ja, das ist ja direkt auf den Dschihad eigentlich bezogen, das können wir jetzt auch gleich vorlesen.
Wow, was hier drinne steht, ey. Schon der Anfang macht mir schon Angst. So, ich lese es jetzt mal vor, Leute, ja. Koran, Sure 9, Vers 29, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben und die das nicht für Verbot erklären, was Allah und sein Gesandter für Verbot erklärt haben. Das heißt also, der Gesandte Mohammed ist mit Allah gleich. Wer ist mit Gott gleich? Boah, I'm ready to cook so hard. Oh mein Gott. Ich bin schon mittlerweile schon so schlimm geworden, das ist gar nicht gut. Eigentlich ist nicht gesund. Ich bin richtig böse, richtig fies bin ich geworden. Das ist nicht gut. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben und die das nicht für Verbot erklären, was Allah und sein Gesandter für Verbot erklärt haben. Also Allah ist mit Mohammed gleich und die nicht an dem wahren Glauben folgen, denn denen, die die Schrift erhalten haben, bis die einhändigen den Tribut in voller. Jetzt gehen wir in den Suren nochmal richtig rein, damit ich komplett lesen kann. Warum ladet das so lange, Mann? Das nervt mich hier gerade ein bisschen. Ja, das ist friedlichste Religion, ja. Kämpft gegen diejenigen, die. Das ist für mich nicht friedlich, sorry. Das ist nicht böse gemeint, aber das ist für mich nicht friedlich. Bitte lad Pia Vogel ein oder Abu Alim, dann bekommst du alles beantwortet. Ich will nichts mit Pia Vogel zu tun haben oder mit einem Abu Alim. Was soll man da bitte schön erklären? Das steht hier drinne. Das, was man liest, ist genau das, was hier steht nichts anderes mehr drinne. Hier steht alles drinne, was man verstehen muss und lesen sollte. Da gibt es keine Erklärung dafür. Entweder du liest den Koran und dann gleichzeitig die Hadithe, um das zu verstehen. Da muss man hier kein Freestyle machen. Es ist einfach so. Hier gibt es kein Freestyle. Man muss einfach nur lesen und verstehen können, was hier drinne steht. Sure 9, Vers 29. Kämpft gegen die, Leute, ich lese jetzt mal nochmal vor, okay, das wird jetzt richtig lustig. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben. Aber warum kämpfen? Kann man das Wort Gottes nicht mit Liebe verbreiten? Warum muss man kämpfen? Im Christentum weiß ich, dass man das Evangelium verbreiten soll, aber nicht kämpfen. Das sagt schon alles. Warum soll ich diese Religion, wieso sollte ich diese Religion folgen, wenn es sagt, kämpft? Und im Christentum sagt es aber, verbreite das Evangelium. Warum soll ich denn eine Religion folgen, wo geschrieben steht, kämpft dafür mit dem Schwert und verbreite, und die Leute müssen Allah annehmen und diese Religion folgen. Kämpft, Alter. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah sein Gesandter verboten hat. Hey, das ist krass, Mann. Also, nee, Mann. Nee. Doch verbreiten mit Liebe und nicht mit dem. Aber. Allah kennt keinen freien Willen. Nee, das kennt Allah, also hier drinne kennt Allah wirklich keinen freien Willen. Das ist ein bisschen seltsam, aber naja. Hier haben wir eigentlich schon den ersten Fehler. Ja, der erste Fehler ist schon alleine, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben. Kämpft gegen sie. Im Glaube, du sollst ja jemanden nicht zwingen, an etwas zu glauben. Denn er muss den Weg zu Gott selber finden. Du kannst ihm das Evangelium verkünden, das ist gar kein Problem, aber du sollst es doch nicht mit Gewalt lösen. Du kannst doch nicht jemanden zu einem Gewalt bringen, ein Glaube anzunehmen. Wow, Leute, das schockiert mich echt, Mann. Wirklich. Leute, ich bin echt
Ich sag euch ehrlich, ich bin sprachlos, Mann. Bei vielen, vor allem, dass man das nicht erkennt eigentlich. Überlegt mal, jeder, der mir zustimmen kann, soll es mir sagen. Wenn wir das Evangelium verbreiten, wir verbreiten ja das Evangelium durch Missionieren und dadurch, dass wir das Evangelium verbreiten, sagen wir es unseren Nächsten. Aber haben wir es jemals, steht jemals in der Bibel geschrieben, verbreite das Evangelium mit Gewalt oder kämpft dagegen, dass ihr das Evangelium verbreitet? Nein! Aber hier steht drinnen ganz klar, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und an dem jüngsten Tag glauben. Nee, Mann, ich pack das echt weg. Das ist mir echt zu viel, Mann. Sorry, also ich kann da nicht weiterlesen. Das ist mir zu viel. Ne? Das ist mir zu viel. Also guck mal, sagen wir mal im allerschlimmsten Falle, die wollen, dass wir Islam, also dass wir den Islam annehmen. Ist kein Problem. Ist kein Problem. Aber wie soll ich den Koran oder den Islam annehmen, wenn solche Sachen drin stehen? Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben und an dem jüngsten Tag. So, meine Frage ist, wenn wir im Christentum sind, steht da drinne, verbreitet das Evangelium mit Liebe? Ja, und da drinne steht auch nicht drinne, verbreitet das Evangelium und kämpft dagegen, kämpft gegen sie. Nein, wir verbreiten das Evangelium, der Nächste, der neben uns ist, der nicht an Gott glaubt, den können wir das Evangelium verkünden und drüber sprechen. Wenn er es nicht annehmen möchte, das ist sein Problem. Er hat immer noch den freien Willen, den Weg zu den Herrn zu finden. Sorry. Das ist so einfach zu verstehen. Das ist so einfach zu verstehen. Was versteht? Und dann kommen die hier hoch und machen Freestyle. Ja, aber das ist diese Erklärung. Ja, aber du musst das so machen. Und dann fangen die an zu philosophieren. Das ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Und die erkennen das nicht mal. Die Freestyle. Philosophie aufs Freestyle. Yeah. You know the way. You know the way I'm making freestyle. You know the way I'm making freestyle. Oh my God, seriously. Oh my God. Oh my God. Nee. Nee. Mm-mm. Richtig Freestyle. Freestyle at the best level ever. Oh my God. Hexi, danke schön. Ja, genau. Und dann kommt dann dieses Arabisch kann man nicht übersetzen. Das ist das Schlimmste, was ich je gehört habe. Sogar, überlegt mal Leute, sogar die schlimmste afrikanische Sprache, die so schlimm ist, sogar das kann man übersetzen. Überlegt mal Leute. Die schlimmste afrikanische Sprache in Afrika, sogar das kann man übersetzen. Ja, aber man kann es nicht übersetzen. Oh mein Gott. Hey man, seriously. Du brauchst für jeden Vers ein Tafsir zum Tafsir des Tafsirs. Ja, das weiß ich auch. Da habe ich mal mit Aram, haben wir mal ein Hadith gelesen, also den Koran und dazu den Hadith. Okay, Leute, dieser Hadith, das war eine never ending story. Eine Erklärung nur zu einem kleinen Text. Oh Leute, das ist so schlimm. Magst du keine Muslime? Nein, das hat mit denen nichts zu tun, dass ich Muslime nicht mag. Natürlich mag ich die Moslems. Ich habe mit denen kein Problem. Aber die Lehre ist einfach nur falsch. Die Lehre ist falsch. Das ist eine ganz, ganz falsche Lehre. Das ist eine falsche Lehre. Das ist das Problem. Gegen die Moslems habe ich doch nichts. In 100 Jahren habe ich nichts gegen die. Das hat mit Mögen nichts zu tun. Die Lehre ist falsch. Die Lehre ist komplett falsch. Wenn wir hier die Sure lesen, dann lesen wir klipp und klar. Hey, oh, das ist so schlimm. Ich kann es nicht vorlesen nochmal, Mann. Nein, Mann, es geht nicht.
Die Ideologie, das ist ganz einfach, man muss die Ideologie verstehen. Und dann kommen die Leute hoch und sagen, hey, guck mal, bei euch in der Bibel steht drinne, töten und dies machen. Und wisst ihr, was ich dann immer frage? Den frage ich immer wieder, okay, wer hat den Befehl gegeben? Hat Gott den Befehl gegeben? Hast du den Kontext gelesen? Um was ging es denn da? Und wisst ihr, was ich für eine Antwort immer bekomme? Das weiß ich nicht ganz genau. Und dann sage ich, ja, wie kannst du dann mir diesen Vers geben, wenn du den Kontext gar nicht mal verstanden hast oder überhaupt gelesen hast? Ja, aber warum steht Töten überhaupt drin? Dann habe ich immer wieder gefragt so, ja, hey, um was geht es denn da? Die können mir darauf keine Antwort geben. Deswegen an die Muslime, wenn ihr die Bibel selber nicht mal gelesen habt, kommt mir bitte nicht mit immer diese Sachen. Das ist so schlimm. Was ist der Kontext bei dem Vers, den du gerade vorgelesen hast? Kleinen Moment, ich gehe rein. Die Reue. Hier geht es um die Reue. Ne? In der Sure 9 geht es um die Reue. At-Tubba. Tubba. Tubba. Sure 9. At-Tubba. Tauba. Die Reue. Ja. Tauba. Ja. Kämpft gegen sie. Allah wird sie durch eure Hände strafen. Sie in Schande stürzen, euch zum Sieg über sie verhelfen und die Brüste von gläubigen Leuten heilen. Kämpft gegen sie. Boah, das ist krass, okay. Nee, Mann, also ich kann den kompletten Sure 9 nicht lesen, das ist ein bisschen zu heftig. Ne? Weil das ist ein Befehl, der gegeben wird und das ist nicht schön. Nein, das ist nichts mit Frieden. Gottes Segen, Schippe. Gottes Segen. Es hat mit Frieden nichts zu tun, Mann, Leute. Das ist ein bisschen zu heftig, Mann. Es hat nichts mit Frieden zu tun. Meiner Meinung nach. Wir leben in Deutschland, wir haben eine Meinungsfreiheit. Wir können unsere Meinung teilen. Fertig, Punkt aus. Wer ein Problem damit hat, der muss das Land verlassen. Fertig, Punkt aus, Mann. Ne? Wir haben immer wieder Leute, die immer wieder sagen, ja, ihr dürft nicht darüber reden und so, das geht so nicht und so. Leute, wenn ihr ein Problem habt mit Deutschland, ne, ich sag das nochmal in schönen Worten, ja, ihr müsst das Land ganz schnell verlassen, weil das ist Deutschland, wir haben Meinungsfreiheit, wir können unsere Meinung teilen. Wen es hier in Deutschland nicht passt, die Ideologie von Deutschland, generell die Meinungsfreiheit hier in Deutschland, wen es nicht passt, der soll Deutschland ganz normal verlassen. Ja, der geht ins Internet, der bucht sich ein One-Way-Ticket und der verlässt das Land ganz einfach. Das ist ganz einfach. Das ist so easy. Das ist so einfach zu verstehen. Ne? Dann haben wir weniger von sowas. Ne? Es ist einfach so. Anstatt immer, dass wir irgendwelche Lügengeschichten hier immer zu hören kriegen. Schrecklich. Schrecklich. Auf jeden Fall, wir lieben Israel. Wir werden Israel immer lieben. Ja, wir lieben auch Palästin. Aber wenn sich gewisse Menschen auf der Straße hinstellen und drauf ein Baklava essen und sich freuen, ganz ehrlich, zur Hölle mit denen. Gib diesen Menschen keine Chance. Denn sie freuen sich, weil unschuldige Menschen gestorben sind auf der Straße. Ja? Nein, Mann. Erdogan hat gesagt, Muslime sollen Deutschland muslimisch machen. Hast du das gehört? Ja, das habe ich auch schon gehört. Wird aber niemals passieren, dass Deutschland muslimisch wird. Davon können sie sehr lange träumen. Können sehr, sehr lange träumen. Ja. Davon können sie sehr, sehr lange träumen. Ne? Das ist ein Traum. Das ist a never ending dream, nennt sich das. A never ending dream. Es wird in 100 Jahren niemals passieren. In 100 Jahren nicht.
Da setzt sich sogar die Polizei zurzeit ein. Keine Fahne, keine dies, kein das. Fängt schon langsam an. Das wird in 100 Jahren nicht passieren, Leute. Also, solange die in der Minderheit sind, werden sie ruhig sein. Aber wenn es nicht so ist, wird es schlimm. Ja, aber keine Chance. Wir leben in Deutschland. Gibt's nichts, wird's nichts geben. Es ist einfach so. Ich habe einen jüdischen Freund, der versteckt sich zu Hause, weil sie sein Haus markiert haben. Wow, Marouche, ist es dein Ernst? Haben die echt den sein Haus markiert, nur weil er ein Jude ist? Alter, wow, krass, Alter. Was hat der hier in Deutschland ist, was hat der damit zu tun? Guck mal, was für eine kranke Ideologie das ist. Hey Sonnenbrand, was geht? Ey Mann, das geht gar nicht, Mann, ey. Boah, krass. Okay, das ist brutal. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur ein bisschen enttäuscht von gewissen Sachen. Alter, die haben den sein Haus markiert, nur weil er Jude ist. Und vor allem, wir sind hier in Deutschland. Das war damals über den Christen, da wurden die Häuser auch mit dem N markiert. Wow, das ist brutal. Ja, Leute, das heißt also, wir könnten eigentlich überall hier in Deutschland zu. Guck mal, wenn die Juden. Das ist für mich voll behindert. Das ist nicht normal. Also, wenn die Juden ja ihre Häuser markiert werden, dann sollten wir ja auch eigentlich als Christen alle auf der Straße gehen und jeder, der Moslem ist, mit M markieren, dass wir wissen, da drinnen lebt ein Moslem. Ist das richtig? Ist das richtig, wenn wir das machen würden? Jeder Moslem sein Haus markieren mit einem M. Ist das richtig? Alter, krass. Alter. Und dann wundern die sich. Und dann wundern... Hey, Mann. Oh, mein Gott. Egal. Oh, darüber kann ich echt nicht reden. Nee, Mann, Alter. Nee, Mann. Ey, das ist echt hart, Mann. Digga, du drehst das um. Nein, das ist nicht richtig einfach. Das ist der Punkt. Darauf will ich hinaus. Das ist nicht richtig. Du markierst doch nicht jemanden sein Haus, nur weil er ein Jude ist, Mann. Wir leben in Deutschland, Mann, Alter. Was geht? Das ist so eine traurige Welt, ey, Leute. Das ist so eine traurige Welt, ey. Wirklich. Das passiert aber auch in Türkei mit den Aleviten. Sehr traurig. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Auch die Jesiden werden angegriffen, so wie ich es mitbekommen habe. Sogar Jesiden werden angegriffen. Das ist brutal. Oh mein Gott. Nicht vergessen, Lügen Deutschland. Ja, ja, aber es gibt gewisse Sachen, die kann man nicht mehr verstecken. Das sind keine Lügen mehr. Ja, die Jesiden werden sogar sehr, sehr heftig verfolgt im Irak. Ja, ich dachte, die sind ja so friedlich. Aber komischerweise weiß ich, dass Jesiden verfolgt werden. Jesiden werden sogar, boah, die werden abgeschlachtet. Das ist voll krass. Für nichts. Für nichts, nur weil es Jesiden sind. Ah, Mann, ey. Wow. Was eine, das ist, die Welt ist echt nicht normal, Mann. Was eine kranke Welt, Mann, ey. Leute, das ist eine kranke Welt, Mann. Oh mein Gott. Was eine kranke Welt. Und Moslems seit mehreren Jahren schon. Moslems werden seit mehreren Jahren verfolgt.
What are you talking, bro? Meine Vorfahren wurden auch, weil sie nicht zum Islam konvertiert haben. Das glaube ich sogar sofort. In Afrika war es genauso derselbe Fall. Viele, die nicht zum Islam konvertiert worden sind, ja, da ist gleich was passiert, ja. Der Religion des Friedens wurde mit dem Schwert verbreitet, ja. Das ist die Realität. In den Sure 9 kann man das sogar lesen. Bekämpft sie, diejenigen, die nicht an Allah glauben. Ja. Steht sogar in Sure 9 drin. Das ist auch kein Geheimnis mehr. Und man kann auch kein Freestyle machen und sagen, das steht nicht drin. Steht drin, fertig, Punkt, aus. Einer, der sagt, das steht nicht drin, der ist ein Käfer, der ist ein Jahil, er ist ein Lügner und belügt sich selbst und lügt vor Gott selbst. Ganz einfach, Mann. Steht drin, fertig. Ja, ihr solltet mal eure Schriften vielleicht lesen, das wäre nicht schlecht. Denn ihr seid Lügner. Ganz einfach. Ja. Und ich bin jemand, ich hasse Lügner. Das ist einfach so. Vor allem, wenn es um den Glaube geht, muss man so ehrlich sein wie möglich. Und nicht freestylen und lügen und da irgendwelche Philosophien zusammenbasteln, wie es einem passt. Ja, nur Lügner. Ja, in Afrika auch ganz schlimm. In Nigeria, Somalia, Mali, Niger, Nordafrika. Ja, das stimmt. Wie sich das Gebiet der Israeliten ausbreitet und Palästina immer kleiner wird. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Palästina ihr Frieden haben und dass das Ganze aufhört. Ich wünsche es mir von aller, wirklich vom Herzen, dass das aufhört. Aber schon alleine, weil das angefangen hat, ist es vorbei, Mann. Guck mal, die haben die ganzen Schiffe da positioniert. Und die haben nicht mal richtig losgelegt, Leute. Viele wissen nicht, wie mächtig eigentlich Israel ist. Die haben noch nicht mal richtig angefangen. Was die da machen, das ist Pipifax, Leute. Wenn die loslegen, Leute, ist Feierabend, Mann. Die übernehmen alles. Die können sogar Iran übernehmen, wenn die wollen. Das verstehen die meisten, glaube ich, gar nicht. Aber ja, ne? Wissen ist Macht. Wem gehören denn die ganzen Banken? Komm, Leute, jetzt geht's los. Komm, jetzt schießen wir los hier. Wem gehören denn die ganzen Banken hier auf der ganzen Welt? Zu 99% den Juden. 1% der Banken gehören irgendwelche Privatleuten, die auch richtig reich sind. Gar keine Frage. 1%. Der Rest den Juden. Das wissen viele auch wahrscheinlich nicht. BlackRock. Okay, Soros, Leute, hört zu, Soros, BlackRock, Rockefeller, Rothschilds, das sind Leute, die sind so mächtig, die kaufen sich alles, die haben das Sagen auf dieser Welt und Israel ist in deren Hände. Überlegt mal, Leute, und dann kommt irgendeiner aus dem Nachbarland und schießt los. Gegen einer, der eine Weltmacht hat. Überleg mal, wie dumm. Das ist ein Eigentor. Und ich wünsche, dass niemand drauf geht. Die armen Kinder müssen dafür leiden. In Palästina. Für nichts. Für nichts. Es gibt einen Film, wo Juden Deutschland ermordet und die an der Olympiade teilnehmen, nicht Palästina. Israel hat überfallen, nicht Palästina. Widerstand. Tu mir einen Gefallen, Bruderherz. Geh ganz, ganz weiter zurück in die Geschichte, was passiert ist. Dann weißt du, warum dieser Krieg seit Ewigkeiten geht. Der Krieg geht ja nicht seit gestern oder erst seit Samstag. Dieser Krieg geht ja schon seit Ewigkeiten. Israel ist auch nicht ganz wirklich zu 100% mit allem richtig. Ja, aber geht mal trotzdem ganz zurück in die Geschichte. Dann wissen vielleicht alle, wo Israel angefangen hat. Ja, Jerusalem. Guckt mal bitte ganz genau, um was es da geht, Leute. Lasst euch nicht von den Leuten immer blenden und sagen, was... Leute, bitte.
Oh Mann, die armen Kinder in Palästina. Ich wünsche, dass die wirklich in Gottes Händen sind. Israel hat überfallen, kommt doch selbst. Was regiert die Welt? Hin. Die Leute, die die Welt regieren, Soros, BlackRock. Wer es mir nicht glauben möchte, der googelt einfach BlackRock. BlackRock, Rothschild und Rockefeller. Leute, das sind Leute, und vor allem, das sind alles Juden. 99% der Banken gehören den Juden. Du kannst nicht einfach kurz eine Bombe schmeißen und denken, Leute, das ist, die haben Macht bis zum geht nicht mehr. Oh Mann. Und genau da, wo alles angefangen hat. Ja. Oh Mann. Jerusalem gehört am Anfang an den Juden und von deren Moschee steht, war ein christlicher Tempel. Ja. Du sprichst gerade. Oh Mann, ey, schon wieder der Nächste, der das nicht versteht, ey. Nächste Woche, Mittwoch, gehe ich sowieso mit meinem Main-Account live und dann. Werdet ihr es verstehen. User, ich meine nicht dich, ich meine jemand ganz anders. Ich meine jemand ganz anders, alles gut. Ja, ich meine aber die andere Person, alles gut. Es ist kein neues Land, Widerstand, nein, Israel ist nicht, oh Mann. Oh man, oh man. Ich guck später rein, Widerstand, versprochen. Aber bitte, Leute, bitte, die Wahrheit muss ans Tag, es muss, die Wahrheit muss raus. Bruder, vertrau mir, Israel ist das Böse. Und I'm very tired. I'm very, very tired, guys. Ich würde am liebsten weiterreden, aber das macht mich so müde. Das ist unglaublich. Oh, Leute. Israel ist das Böse. Also, Weltmacht. Wer es jetzt wissen möchte, Weltmacht. Vatikan. Okay, hört mir gut zu. Ich wiederhole mich nur einmal. Vatikan. Soros, BlackRock, Rockefeller, Rothschilds. Vergiss den Vatikan nicht. Leute, vergiss den Vatikan nicht. Es gibt keiner, der mächtig ist. Die sind brutal. Leute, ihr habt... Oh. Nicht Vatikan. User... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, Leute, ihr wisst gar nicht, mit was für Leuten wir es zu tun haben. Leute, wisst ihr, wer der Vatikan überhaupt ist? Oh je, oh je, oh je. Oh je. Oh, die Leute haben immer noch vergessen, was das Vatikan wirklich ist. Die Leute haben das wirklich vergessen. Naja. Egal, Themawechsel. Themawechsel, Leute. An die ganze Leute, die hier zuschauen. Themawechsel. Ich kann nicht mehr. Flex, das heißt, man soll es selber prüfen. Also bitteschön. Ja, es ist echt so. Die Banken kontrollieren Israel. Das ist schon klar. Aber egal, Themawechsel. Alles gut. Ja, wir können auch über einen fliegenden Schienbein oder so reden. Oder über
Jemand, der auf dem Dach gekackt hat, zum Beispiel, ja, darüber können wir auch reden. Ja, da gibt's sogar bestimmte Geschichtsbücher, wo jemand mal auf dem Dach gekackt hat. Ja, gibt's auch tatsächlich, ja. Wir müssen live reden. Am Mittwoch können wir auf jeden Fall live reden, weil da funktioniert es, weil da ist mein Main-Account entsperrt und dann passt es. Marusch, bist du meiner Meinung, dass der Vatikan mächtig ist? Ja oder nein? Marusch, was sagst du dazu? Du verstehst trotzdem, Digga. Natürlich verstehe ich dich, Widerstand, aber trotzdem. Es gibt gewisse Dinge, die sind ganz einfach zu verstehen. Marusch. Ja, genau, Marusch. Ne, ist so, der Vatikan ist mächtig. Ist verdammt mächtig. Die Leute wissen es nicht. Ja, viele sehen nur den Papst und denken, ah, das ist nur Papst im Hintergrund und so. Leute, der Vatikan ist so mächtig. Boah, Leute, wir reden hier von sehr, sehr mächtigen Leuten. Also, bitte. Das sind Leute, die haben Macht. Das ist unglaublich. Der Vatikan hat so viel in der Geschichte gelenkt. Ja, sehr viel sogar. Sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Ja. Und das ist auch kein Geheimnis. Also, ja. Ja. Welche große Banken gehört dem Vatikan? User, 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 User. Wir wechseln jetzt einfach das Thema, Mann. Das ist. Ich kann echt nicht mehr, Alter. Ich kann nicht mehr. Es ist mir zu viel. Es ist mir echt zu viel. Die Juden sind die mächtigsten. Ja, die sind. Oh. Oh, Mann. Egal. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Leute, informiert euch ein bisschen mehr über den Vatikan, also User, informiert dich ein bisschen mehr über den Vatikan und dann können wir drüber reden. Vatikan sind. That's the Vatikan. So. Leute, aus welchem Buch stammt das nochmal, wo der eine auf dem Dach gekackt hat? Da gibt es doch so ein Geschichtsbuch, wo der eine auf dem Dach gekackt hat. Wer hat mal auf dem Dach gekackt? Carolina, yes, very intelligent and fleißiges Volk, ja. Leute, da gibt es doch irgendwo in den Geschichtsbüchern, wo jemand auf dem Dach gekackt hat. Kann mir das einer sagen? War das die Bibel oder war das in den Hindus-Büchern oder was war es nochmal? Da gab es doch irgendwo so einen Vers, wo der eine auf dem Dach gekackt hat. Kann mir den einer sagen, wo das ist? Oder wo das vorkommt? Aber der Vatikan besitzt nichts Besonderes. Der Papst kniet vor den Juden. Oh, User, oh, User, oh, User, oh je. Wer hat auf die Kirche gekackt? Also irgendwo. In irgendeinem Buch. Er ist schon lustig irgendwie. Ja, der ist wirklich lustig. Man sollte sich echt ein bisschen mehr informieren. Aber ja, Allah. Nein, nein, da gibt es irgendwo in dem Vers gibt es jemand, der auf einem Dach gekackt hat. Ja, aber es geht Richtung Glaubensrichtung. Es ist eine Glaubensrichtung. Aber es war nicht Allah, weil Allah ist ja allmächtig. Warum sollte er sowas machen? Sahih al-Bukhari 11, glaube ich. Echt?
Nee, ist doch nicht im Koran drinne, oder? Das kann doch gar nicht sein. Der hat ein Schienbein. Echt? Wie jetzt? Oh, davon weiß ich jetzt gar nichts. Warte, ich guck mal. Was war Sahih al-Bukhari? Warte. Sahih al-Bukhari. So. 11. Also, wir lesen jetzt gleich Sahih al-Bukhari, Leute. Ne? Leute, wollt ihr das echt lesen? Wollt ihr mal zuhören, was da drinne steht? Also, es ging ja um Sure 9, Vers 23 oder so. Da stand ja drinne, dass man, wie gesagt, kämpfen muss im Namen von Allah, zwecks, wer nicht an Allah glaubt, bekämpft diese Menschen, okay? So, hier sagt aber Sahih al-Bukhari, ja, 11, sagt aber, some people asked Allah's messenger, ja, Muhammad sallallahu, whose Islam is the best? Who is a very good Muslim? He replied, one who avoids harming the Muslims with his tongue and hands. Okay. Krass. Küss dein Herz. Dankeschön, Bruderherz. Wo ist mein Mod? Ja, warte, ich geb dir Mod, Lasches. Du hast Mod. Bitteschön. So, Leute. Jetzt. Alle Moslem küssen dein Herz. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Liebe geht an euch auch raus. Da wird jetzt aufgeräumt. Lügenbaron. Oh Gott. Echi, warum bin ich ein Lügenbaron? Sag's mir mal. Leute, alle mal gemeinsam liken. Kommt schon. Al-Timidi, 11. Flex Al-Timidi. Also, soll ich mal den Al-Timidi lesen? Also, komm. Wir lesen jetzt mal aus den Schriften. Ne? Wir lesen jetzt mal Timirdi 11. Let's go. So, jetzt lesen wir mal aus den Schriften. Bin jetzt mal gespannt, was da steht. Warum hast du ein Dschihadi-Bad? Weil ich ein Dschihad bin. Ja, ich möchte für den Dschihad gehen. Deswegen habe ich diesen Sunna-Bad. Dschihad. So, jetzt warte. Leute, wollt ihr den Al-Timidi Chapter 11, wollt ihr den wirklich hören? Ich lese ihn euch vor. There is no man among you except that his Lord shall converse with him on the day of judgment. There being no interpreter between him and him Allah, then he looks to the south, his right, and those not see anything. Okay. Ibn Masud narrated the messenger of Allah, sallallahu. Okay, feed of the, okay, verstehe. Okay. Krass. Kannst du übersetzen? Warte, denk dran, Flex, jeder, der ein Bart hat, ist automatisch Moslem. Ja, es ist so, sobald ich diesen Bart habe, direkt Moslem. Ne? So. Quark. Ja, Leute, Themawechsel.
Let's go. Wir können über andere Sachen reden. Umar ibn al-Kadhab. Laila, es gibt keinen Gott außer Allah. Echt? Umar, kannst du mir bitte beschreiben, wer Allah ist? Ich möchte es wissen, weil ich weiß es nicht. Sag mir bitte, wer Allah ist. Was für eine Eigenschaft hat Allah? Seine Eigenschaft. Ne? Was für eine Eigenschaft hat Allah? Hat er sich beschrieben, wer er ist? Also ich weiß nichts darüber. Ne? Deswegen erklärt mir bitte, wer Allah ist. Ich würde es ja gerne wissen. Wer ist dein Gott? Umar, ich frage dich doch gerade. Wer ist Allah? Erklär mir nur, wer Allah ist. Ich möchte ja auch lernen. Ich möchte ja ihn kennenlernen. Also sag mir, wer Allah ist. Ne? Nein, die Frage, ich habe dich zuerst gefragt. Du sollst mir, du hast doch gerade eben geschrieben, la ilaha, es gibt keinen Gott außer Allah. Und ich habe dann daraufhin dir gesagt, wer ist Allah? Und du stellst mir aber eine Frage. 99 Namen sind gleichzeitig seine Eigenschaften. Pharao, was heißt dann Al-Makir? Einer muss mir sagen, einer muss mir sagen, wer Allah ist. Ja. Malik, El-Makir, Makir, Makir, nicht Malik, Makir. Al-Makir, alle mal in Google mal übersetzen, was heißt Al-Makir? Allah ist der Gott. Ja, ja, ich weiß doch, Bruderherz, aber erklär mir, hat dieser Gott eine Eigenschaft? In der Bibel wird zum Beispiel beschrieben, wer Gott ist und was für eine Eigenschaft er hat und wie er uns erschaffen hat, nach seinem Ebenbild, ne? Ja, im geistlichen Sinne natürlich, ja. Und ich frage euch, Moslems, weil ich interessiere mich dafür, erklärt mir doch bitte schön, wie das bei euch ist. Hat Allah eine Eigenschaft? Erklärt mir das bitte. Egal, bin raus. Okay, Widerstand, wir sehen uns. Ne? Seine 99 Namen. Ja, ja, er ist ein Listenschmied, er ist der Größte, er ist hochmütig und. Ja, das weiß ich doch alles. Alles gut, aber nenn mir doch bitte seine Eigenschaften. Ja, Widerstand bis Mittwoch. Mittwoch ist, bin ich mit meinem Main-Account da und dann kann ich live kommen. Er ist der Anfang. Nein, Leute, ja, wer hat dich erschaffen? Oh mein Gott. Ich frage ihn eine Frage, er stellt mir eine Gegenfrage. Also nochmal. Pharao, er ist der Anfang. Ja, ich weiß, Pharao. Ja, ich weiß. Aber was für eine Eigenschaft täuschen. Michael, du bist so richtig fies, ey. Michael, du bist Beste. Umar, du sollst erstmal meine Frage beantworten, weil du hast meine Frage nicht beantwortet. Was für eine Eigenschaft hat Allah? Ne, ich möchte den Islam kennenlernen. Sag mir, zu wem ich da bete. Wenn ich jetzt Allah anbeten soll, zu wem bete ich da? Er hat 99 Namen, er ist der Größte, er ist der Allmächtigste. Ja, es kann auch sein, dass der Vogel da oben allmächtig ist. Ich muss wissen, wen ich da anbete. Es kann sein, da oben fliegt ein Vogel und der ist auch allmächtig. Zu Allah, den Allmächtigen. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Also gut. Wir machen das jetzt ganz einfach, okay? Schreibt das im Chat. Okay, wir machen das einfach. Guck mal, Leute, ihr wisst nicht, worauf ich hinaus möchte. Guck mal, wenn man den Islam annehmen soll, ja, dann muss man ja wissen, zu wem man betet, okay? So, diese Frage kann dir keiner hier beantworten. Ja, Killer Bonnie, das ist echt krass, ne? Im Christentum zum Beispiel wird ja erklärt, ja, was der Herr gemacht hat und
Ebenbild und alles ist eine perfekte Erklärung. Ja, somit wissen wir, wie wir im Geistlichen aussehen, ja, und wer Gott auch wirklich ist. Und wenn ich ja den Islam annehmen soll, ja, weil der Islam ist der Frieden, ja, Islam ist der Frieden, ja, das ist schon sehr schön, wenn man das sagt, ja, das ist doch gut, ne, es soll ja auch der Frieden sein. Aber meine Frage ist, ja, wem bete ich denn da an? Ich muss doch wissen, zu wem ich bete. Wenn jeder jetzt sagt, Allah ist allmächtig, okay, das weiß ich. Aber wer ist denn Allah, wenn er allmächtig ist? Wenn ich jetzt jeden Tag bete, zu wem bete ich denn da? Oh Mann, keiner hat mir eine Antwort drauf. Ja, jetzt lesen wir mal den Sura 68. Warte. Sura 68, Vers 42. So. Am Tage, wenn die Beine entblößt werden. Ach du Scheiße, ist doch das mit dem fliegenden Schienbein. Man soll kein Bildnis wie im Christentum machen von Allah. Pharao, nein, nein, Bruderherz, du hast mich nicht verstanden. Im Christentum wird erklärt, was der Herr gemacht hat. Das Ebenbild, okay, Eigenschaften, ja, und wie wir nach seinem Ebenbild aussehen, ja, wird erklärt im Christentum, ja, im Geistlichen aber, nicht im Menschlichen. So, Pharao, meine Frage, Pharao, ist, was für eine Eigenschaft hat Allah? Weil ich muss ja wissen, zu wem ich bete. Wenn ich sage jetzt, Allah ist der Allergrößte und ist der Beste, ist gut, okay. Aber wer ist er denn? Ich muss ja wissen, zu wem ich bete. Ne? So, jetzt lesen wir mal Sura 68, Vers 42. Am Tage, wenn die Beine entblößt werden und sie aufgefordert werden, sich anbetend niederzuwerfen, werden sie es nicht können. Also sobald das Bein sich entblößt, es fliegt also, es entblößt, ja, werden sie aufgefordert werden, sich anzubeten, niederzuwerfen, werden sie es nicht können. Sie können diesem Bein nicht anbeten, weil es sich entblößt. Wow, okay, das ist mir ein bisschen zu viel. Egal, ich mach's mal weg. Du wirst keine Antwort bekommen, weil sie es selber nicht wissen. Ach, oh je. Es ist echt schwierig. Also Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, wir Christen, okay, sagen wir mal im allerschlimmsten Falle, wir wollen den Islam annehmen. Okay, ist kein Problem. Ja, Religion des Friedens, ja, ist ja kein Problem. Okay, so, jetzt wollen wir, ja, den Islam annehmen, aber die Frage ist, zu wem beten wir denn? Zu wem beten wir? Also, er hat 99 Namen, ja, aber die Namen interessieren mich doch jetzt gerade erstmal nicht. 99 Namen, okay, aber das ist jetzt gerade nicht wichtig. Ich will seine Eigenschaft kennenlernen. Ich will wissen, was für ein Gott es ist. Er muss sich ja beschreiben können, wer er ist, was für eine Eigenschaft er hat. Damit ich weiß, okay, Allah ist der Größte. Damit man sagen kann, okay, Allahu Akbar. Aber wenn wir nicht wissen, wie er aussieht oder was für eine Eigenschaft, also. Jami At-Timidi habe ich doch schon vorgelesen. Jami At-Timidi 11. Bro, leb dein Leben, was juckt dich das denn so? Da musst du wieder zurück nach dahin, da wo du hingehörst, El-Zain. Ganz einfach, wir sind in Deutschland, wir haben Meinungsfreiheiten. Wenn dir mein Kommentar nicht passt, verlasse Deutschland. Geh, buch dein Ticket und geh in deinem Land wieder zurück, da wo du hingehörst. Wir haben Meinungsfreiheiten hier in Deutschland, wir können über alles reden. Ne? Merkt ihr das? So, bin hier geboren. Nein, du sollst wieder zurück dahin, wo du hingehörst, weil dir passt es doch nicht. Wir haben hier eine Meinungsfreiheit hier in Deutschland. El-Zain. Du musst ganz normal wieder zurück in deinem Land. Zurück da, wo du hingehörst. Meinungsfrei ist schon längst weg von Deutschland. Nein, du musst Deutschland verlassen.
Du hast gerade eben gesagt, Bro, was juckt dich das denn so? Was juckt dich dann dieser Stream denn so? Dann geh doch einfach raus. Du siehst auch nicht wie ein Deutscher aus. Wir leben in Deutschland, wir haben Meinungsfreiheiten. Al-Zain, verlass doch ganz normal Deutschland, Mann, wenn es dir nicht passt, Mann. Fertig. Keiner interessiert sich für... Glaub mir, keiner wird dich vermissen, Mann. Keiner wird dich vermissen, Al-Zain. Geh, buch dein Ticket, geh nach Deutschland. Keiner wird dich vermissen. Keiner wird dich vermissen. Nicht mal ich werde dich vermissen. Mein Gott. Jahr 2023, die Leute denken immer noch, wir leben in einer Demokratie hier. Buch dein Ticket, geh zurück da, wo du hingehörst, Mann. Das ist Deutschland, Mann. Lass uns mal in Ruhe. Lass uns mal unsere Meinungen teilen. Denken auch, dass wir in Arabien sind, ey. Stimmt mit euch nicht, Mann. Denken alle, wir sind in Arabien. Lasst uns mal in Ruhe hier, ey. Wenn die Meinungen von euch, wenn die Meinungen von uns nicht, euch nicht passen, geht zurück da, wo ihr hingehört, Mann. Where's the problem? Ja, dann, wieso darf man nicht für Palästina demonstrieren? Ganz einfach, geht zurück. Geht zurück da, wo du hingehörst, Mann. Boah. Es ist doch ganz einfach zu verstehen, Mann. Wir haben in Deutschland eine Meinungsfreiheit und wir können diese Meinungsfreiheit teilen. Ich gehöre hierher. Ja, dann lass uns doch unsere Meinungen doch einfach teilen. Wo ist das Problem? Und glaub mir, keiner wird dich vermissen. Keiner wird dich vermissen, wenn du das Land verlässt. Keiner wird dich vermissen. Nicht mal ich werde dich vermissen. Boah. Dankeschön für die Rosen, Leute. So. Sei nicht so böse, alles gut. Nein, es gibt jemand, der muss zu solchen Menschen denen das ins Gesicht sagen. Mittlerweile die Deutschen sagen schon gar nichts mehr. Ich als Afro-Deutscher, ich bin ganz ehrlich, ich mach meinen Mund auf, das ist mir egal. Wir haben Meinungsfreiheiten hier. Also bitte. Also sorry. Meinungen haben und demonstrieren sind zwei verschiedene Dinge. Danke, Michael. Bist du Christ? So, Eier, so klein. So, Muslime können den Gesetzen, was Mohammed ausgebracht hat. Du solltest bei deinem Fitnessstudio bleiben, da kannst du den Menschen was beibringen. Und du solltest dein Gehirn trainieren und wieder zurück in deinem Land, da wo du hingehörst, weil da passt du genau rein. Wir haben hier Meinungsfreiheiten, die können wir teilen. So ein Blödsinn, ey, wenn ich so, du sollst in deinem Fitnessstudio bleiben. Bleib in deinem Land, wo du hingehörst. Wir haben hier Meinungsfreiheit. Wir können über alles reden. Back to your country, where you belong to. Mit deinem fliegenden Esel, du. Bist wahrscheinlich selber ein Esel. Alter, ich bin schon mittlerweile richtig angefressen von so solchen Menschen, ey. Das ist so schlimm. Oh. Ist einfach so. Geh mit deinem fliegenden Esel und flieg da zurück, wo du hingehörst, Mann. Mit dem Menschenkopf oder was auch immer. Ich kann nicht mehr nett sein. Es ist so schlimm geworden. Bruder, was ist los? Bist du bei der AfD? Patrick, du solltest besser anders reden. Ich bring dir bei, wie man redet. Glaub mir, glaub mir. Wenn du mich persönlich triffst, dann redest du anders, nicht ich. Glaub mir. Ich bin ganz anders. Ich habe zwei Gesichter und das zweite willst du nicht kennenlernen, glaub mir. Ich bin noch sehr nett. So. So. Was passiert sonst? So. Leute. Wie redest du, als ob in Afrika mit AMG fährt? So. Amir? Welcher Amir? Warte mal, ehemaliger Arbeitskollege? Amir? Ist doch nicht Amir, Mann. Niemals, Mann. So schreibt er doch nicht, Mann. Ist niemals ist das Amir, Mann. Hä? Das ist der in 100 Jahren nicht, Mann. Niemals. Niemals, Mann. Das ist niemals Amir, Mann. Niemals. Der schreibt nicht so, Mann. Würde niemals sowas schreiben, Mann. Niemals, Mann. 100 Jahre nicht, Mann.
In 100 Jahren nicht, Mann. Niemals im Leben ist das Amir, Mann. Niemals. Amir würde sowas gar nicht schreiben, bitte. Niemals, Mann. Karl der Große, Dankeschön für den Follow. So, rede nicht mehr mit ihm. Die meisten von denen verletzen das Gastrecht. Nee, aber der schreibt, dass er ein ehemaliger Kollege ist. Aber so schreibt er nicht, Mann. Niemals ist das ein Kollege von mir, Mann. Ich kenne ihn ja persönlich. Der würde niemals sowas schreiben, Mann. Wir haben hier Meinungsfreiheiten. Wir können ja über alles reden. Ist so egal. Aber der würde niemals sowas schreiben. Niemals. Das glaube ich nicht. So, folgt dem, der Live-Creator. Jetzt stell dir vor, was Jesus täglich durchmachen musste. Yes. Jesus musste wirklich sehr viel, sehr, sehr viel durchmachen. So, Leute. Karl der Große, wie gesagt, Dankeschön für den Follow. So. So. So, Leute, über was wollen wir weiter reden? Gestern hab was gefunden, Moslems, Regeln und Gesetze. Also was ich mir von ganzem Herzen wünsche, einfach, dass dieser ganze Krieg aufhört, Mann, Leute. Ne? Soll einfach aufhören, Mann. Der ganze Scheiß und der ganze Krieg, das muss einfach aufhören, Mann. Unschuldige Menschen kommen um für nichts, Mann, Leute. Überlegt mal. Am Mittwoch, Leute, ist mein anderer Account entsperrt. Dann bin ich mit dem anderen Account dann live, Leute. Dann passt es. So. Hoffen wir mal, dass mein anderer Account entsperrt wird. Es muss geschehen, es prophezeit sich alles. Ja, aber der Krieg ist unnötig, ne? Der Krieg ist total unnötig. Sterben so viele unschuldige Menschen für nichts. Für gar nichts sterben diese Menschen. Für nichts. Es soll einfach auf beiden Seiten aufhören. Aber was mir wirklich höchstpersönlich nicht gefällt, ist einfach nur, dass, wie gesagt, dass Leute auf der Straße sich freuen, weil Menschen auf der Straße sterben. Ja, in Israel. Und das geht echt nicht, Mann. Keine Ahnung, Mann. Ich feiere sowas echt nicht. Und Essen drauf, ein Baklava und so. Das geht echt nicht, Mann. Naja, das ist scheiße. Vor allem Kinder und Babys. Ja, das ist echt krass. Ne? Leute, macht euch auf etwas gefasst. Ne? Am Mittwoch ist mein Account wieder entsperrt. Dann haben wir wieder eine ganz große Reichweite. Und das passt dann. Ne? Und die, die diese Kriege organisieren, halten diesen Krieg notwendig. Die, die diesen Krieg organisieren, halten diesen Krieg notwendig. Ja, das ist, ja, aber man muss auch die Hintergründe kennen. Ne? Das ist auch wieder so ein Ding. Es geht um Geld, Macht natürlich, aber auch um das Land selbst. Ne? Ja, schade. Ja, viele wissen nicht, dass wir vom Dritten Weltkrieg eigentlich so gut wie wir sind sehr, sehr nah dran. Das ist das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Es ist sehr, sehr schlimm. Zivilisten werden immer benutzt. Ja, leider. Schade. Es ist scheiße. Was für Notwendigkeit. Das ist die größte Sünde. Was für Notwendigkeit. Das ist die größte Sünde. Ja. Hat schon begonnen. Ja, leider. Der Krieg hat schon begonnen. Das kann man jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Brian! Ich sehe gerade, dass Brian jetzt hier ist. Geht's dir, Brian? So. Jetzt mal gucken hier. So. Ich hoffe, das ist jetzt noch. Passt jetzt noch. So. So, Leute. Ich mache jetzt noch ein bisschen und dann mache ich eine kleine Pause hier. So. Jetzt mal die Nachrichten noch schauen hier. So.
Nachtschicht mit dir macht Spaß, Bro. Yes, absolut. Ich habe jetzt auch noch, wie gesagt, Frühschicht. Ich müsste mich jetzt eigentlich schon längst hinlegen. Aber ich habe morgen so viel zu tun, ne, Leute. Ich kann euch das mal zeigen. Hier, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Hier, Rebirth. Wer kennt das? Rebirth. Organic Drinks. Hier, Leute, schaut mal. Ich zeige euch das mit meiner Kamera. Damit ihr das mal seht. Kleinen Moment, Kamerawechsel. Ups, oh, denn man sieht da gar nicht mal was. Ach, so ein Scheiß. Kleinen Moment. Jetzt habe ich die Kamera komplett umgestellt. So, Leute, einen kleinen Moment. Ich tue jetzt erstmal hier ein bisschen lösen. Dann zeige ich euch mal was. Nein, das ist nichts mit Herbalife. Nichts mit sowas. Nee, das ist was ganz anderes. Ich arbeite für einen ganz Großkonzern nebenbei im Vertrieb. Genau, da zeige ich euch mal was. Dann kann ich euch mal die ganzen Trays mal zeigen. So, jetzt gehen wir erstmal hier auf Kamerawechsel. So, schaut euch das mal an, Leute. Das sind für Kunden. Ja, hier, schaut euch das mal an. Das ist von Rebirth. Das hat hier keiner in Baden-Württemberg. Ne? Ich bin der Erste, der das vertreibt hier in Baden-Württemberg. Ne? Das ist richtig geil, Leute. Auf meinem Main-Account werde ich das nochmal zeigen. Das ist von Rebirth. Wie gesagt, für Eibisberg. Das ist ein ganz, ganz großes Unternehmen. Und wie gesagt, ja, ich bin eines der Ersten hier in Stuttgart, der das vertreiben tut. Und genau. Wie gesagt, ich habe dann noch diese ganzen Mappen, habe ich dann hier, ne, ganzen Rebirth-Getränke für die Kunden, ne, genau, sehr, sehr interessant. So, Leute, ja, und somit bin ich eines der Ersten hier in Stuttgart, der das vertreiben tut, also zumindest diese Marke, und ist das Getränk gesund? Das ist richtig gesund, das Getränk. Es hat keine chemischen Inhaltsstoffe, ne. Und genau, bald kommt der Lidl, der bald kommt Rewe, ne? Also Rewe kriegt das jetzt auch dann noch mit rein, Lidl kriegt das mit rein. In Berlin habe ich eine Immobilienbesitzerin, ja, die im Großkonzern auch mit drin ist, habe ich jetzt auch dann kontaktiert, da kommt das auch noch mit rein. Also das Getränk werdet ihr wahrscheinlich bald in den Märkten sehen, und ich bin in Baden-Württemberg der Erste. Ne? Ist richtig interessant. Ne? Es wird richtig geil, ne? Es wird richtig cool. Ja, ist richtig geil. Ist eine richtig coole Sache. Ne? Das Ding läuft schon, ich habe da schon ziemlich viele Mappen hier liegen. Ja, es geht alles an den Kunden, genau. Ja, ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ich habe eines unserer Community-Member, der wollte unbedingt das Produkt mal probieren. Und ich treffe mich mit dem jetzt diese Woche, ne, und gebe ihm mal eins mit zum Probieren. Zwei Stück oder so zum Probieren, und wahrscheinlich geht es dann auch bei dem ins Sortiment dann mit rein. Schon eine geile Geschichte. Ist gut. Genau. So. So, Leute. Jetzt mach Kalzium- und Magnesiumpillen klar. Kalzium- und Magnesiumpillen. Oh Gott, um Himmels Willen. Leute, es wird Zeit, mich mal hinzulegen. Ne? Ist jetzt schon langsam spät. Auf meinem Main-Account bin ich dann die Tage dann, wie gesagt, live. Ich bin auch morgen mit dem hier live, aber jetzt erstmal eine kleine Pause. Genau. Wann fängst du an, Bro? Eigentlich um 4 Uhr, also 4 Uhr stehe ich auf, 4.30 Uhr, aber es ist sehr, sehr fragwürdig, ob ich überhaupt noch jetzt arbeiten gehe heute Morgen. Mal gucken.
Ja, das macht mir nichts aus, Fabi. Ich entscheide, ob ich gehe oder nicht. Das ist meine Entscheidung. Also, ich gehe nur, wenn es mir passt. Wenn es mir nicht passt, bleibe ich zu Hause. Ganz einfach. Habe ja noch andere Sachen im Leben zu tun als das. Andere wichtige Sachen. Ich hab Islam verlassen, weil Allah Frauen verspricht im Himmel. Ach du Scheiße. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Darüber sprechen wir aber auf jeden Fall die Tage dann. Ne? Gut, na, hast ja nichts falsch gemacht. Ne? Aber wie gesagt, die Tage sprechen wir drüber und dann ist okay. Leute, ich würde am liebsten ein bisschen länger machen, Leute, aber ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ne? Ruhe mich jetzt erstmal ein bisschen aus. Ich würde jetzt am liebsten länger bleiben, aber ja, jetzt ist mal ein bisschen Ruhe hier im Schacht. Und dann schauen wir mal. Ne, Leute? Ich mache jetzt vielleicht noch 5 Minuten, 10 Minuten mache ich noch und dann gehe ich schlafe, Leute. 5 Minuten mache ich noch. So, Leute. Ich glaube, das war's dann. Eigentlich will ich noch 5 Minuten machen, aber ich gehe jetzt ins Bett. Ich schlafe jetzt. Ich gehe jetzt ins Bett. I am going. Und Leute, wie gesagt, bis morgen, Leute. Ich freue mich schon auf Mittwoch. Da ist mein Account endlich mal komplett freigeschalten. Der Mensch, wir reden am Mittwoch, weil da ist mein Account komplett freigeschaltet wieder. Weil ich bin, wie gesagt, gesperrt noch bis Mittwoch. Hier mit dem Account muss ich noch einmal live gehen, dass ich Leute hochholen kann. Das ist auch ein bisschen blöd, aber ja. Also Leute, bis denne. Ciao, ciao. Bin am Mittwoch da. Super. Der Mensch folgt mir auf meinem Main-Account. Das ist derselbe Name wie hier, Flexobrainia. Einfach drauf folgen. Let's go, Leute. Ne? Alle auf meinem Main-Account einmal folgen, heißt auch Flexobrainia. Genau, Leute. Ich folge euch dann zurück. Ne? Also Leute, peace out. Ich gehe jetzt schlafen. Bis denne. Ciao, ciao.